Ja, du Lustige. Wo haben wir denn mal Bärtele? Oh, wo ist der Nico? 505 Games. Ein Auto? Ein älteres Pärchen. Ja, und damit herzlichst münziges Hallöchen zu einem neuen Projekt, ein neues Let's Play. Tatsächlich mal wieder was Indie-haftes. Und diesmal etwas Romantisches. Und aber auch Trauriges, so wie ich das glaube. Last Day of June. Ist, glaube ich, ich habe mir nicht viel davon angeschaut, ich weiß nur, es soll sehr interessant sein, emotional und mitreißend. Und es erzählt, glaube ich, eine Geschichte über dieses Pärchen, das hier auf dem Steg sitzt. Die Frau zeichnet schön. Und der letzte Tag von June ist der letzte Tag des Monats oder von der Frau, die vielleicht June heißt. Wir weiß es nicht. Wir weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Und ich möchte es eigentlich auch eigentlich gar nicht herausfinden. Ich hatte eben schon eigentlich angefangen mit der Aufnahme, aber dann kamen mir irgendwie klitzekleine Aufnahmeprobleme. Und da dachte ich mir so, Und scheinbar liegt es an dem Spiel. Scheinbar liegt es an dem Spiel. Ich weiß nicht, falls hier Ruckler kommen, ne, dann tut es mir so unfassbar leid. Da würde ich sogar Ronnys Hand küssen. Und das heißt was. Also, falls es ruckelt, es tut mir leid. Achtet am besten nicht drauf. Warum habe ich es eigentlich auch nur gesagt? Leckt die Kuh am Arsch. Los geht's mit der Geschichte. Wo sitzen sie? 505 Games Presents. Aha. Guck mal, wie sie da sitzen und das Fräuleinchen zeichnet in Association with Ovo Sonico. Und er streicht ihr durchs Haar und Oh! Wird kalt! Tu doch was! Harold! Oder wie auch immer du heißt. Oh, das Auto. Wollen wir ins Auto gehen? Oh, ich weiß nicht, es wird schon klar. Ja, dann wuchtig. Fruchtig, bitte aufstehen. Ah, fall nicht runter. Er ist fast gefallen. Jetzt zitterst du aber zurecht, du ekelhafte Frau. Mann. Wenn ich im Wasser gelandet wäre, wäre ich noch erfroren. Verdammt nochmal. Echt nicht lustig mit dieser Lustigmacherei, ey. Bäh. Bäh. Gut, okay, wir können auch, glaube ich, die Kamera drehen. Und leck mich am Arsch, ist das eine schöne Aussicht. Schaut euch das an. Heieiei. Da sitzt unsere... Was können wir denn sehen, was sie zeichnet? Na, guck mal, sie deckt es direkt wieder weg. Hallo, was... Ach, sie zeichnet irgendwie... Eine Person? Ja, ich guck doch nicht. Alles gut. Ich mache mich schon auf den Weg. Rennen können wir, glaube ich, nicht... Einfach nur in die Natur zu rennen, wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Hier ist eine Bank. Sehr schön. Bleiben wir mal lieber auf dem Weg, ne? Sieht mir sehr idyllisch hier aus. Oh, ein Blümlein. Guck mal, was ich für dich geerntet habe. Ich habe die Natur, habe ich beklaut. Schau es dir an. Ja, extra für dich. Guck mal. Wundervoll. Für dich, für dich. Raube ich sogar die Natur aus. Das tue ich extra für meine tolle alte Frau. Oh ja. Kann ich auch noch die Lilane geben? Komm, ich übertreib jetzt mega. Guck mal, da freust du dich da bestimmt, wenn ich die nächste Blume rausreiße und dir gebe. Guck mal. Ich hab noch was für dich. Weißt du, dir weg? Nee, okay. Lila. Ich mein violett. Oh, das ist ja wundervoll. In diesem Boot sehe ich gerade, ne? Darf ich mal da hingehen? Ich weiß auch nicht, inwiefern sich das Spiel aufteilt. Ich glaube nur, dass es halt verschiedene Abschnitte des
also gewisse Erinnerungen. Ist ja noch mehr. Das reicht aber jetzt mal langsam, ne? Okay, da können wir, glaube ich, nicht hingehen, ne? Nee, hier ist eine Abgrenzung, oder? Nee, doch nicht. Ich möchte mal zu dem Boot hier gehen. Bringt uns aber nichts. Je. Ich habe halt keinen Plan, wie lang ich die Parts immer mache oder wie wann halt ein Abschnitt zu Ende ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, wir machen das nach Gefühl, ne? Und eigentlich ist irgendwas in der Burg oder sowas in der Art. Ich gebe immer die Blume nicht, weil ich habe ja schon Blumen gegeben. Aber hier ist, glaube ich, ein Spielplatz oder sowas in der Art, ne? Mal schauen, was es ist. Hallo? Wo bist du? Oh, eine Rutsche. Und eine Wippe. Oh, da können wir schon mit unserer Frau hingehen, ne? Liebt sie mich? Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich? Liebt mich nicht. Sie liebt mich. Oh, was ein Glück. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich die abgerupfte Blume hier gegeben hätte. Kann ich da hoch? Nee? Okay. Oh, ich mag schaukeln. Okay, der Mann kann durch die Schaukel gehen. Das kann auch nicht jeder. Vor allem, wenn man unter Feuerwerksbeschuss steht, ne? Na gut. Noch eine Bank. Ich denke mal, sie steht irgendwann auf, wenn ich hier einen Mantel oder sowas geholt habe, ne? Weil ich denke nicht, dass sie jetzt fahren will, ne? Aber wir sind ja trotzdem aufgestanden, um irgendwie ihre Freunde zu... Was ist da hinten? Ich dachte gerade, das wäre so die Shrek's Häuslein, weißt du, aus einem Klo wieder rauskommt, aber nee. Ja, dann... Sprint zum Auto, junger Mann. Bitte. Ich kann nicht mal reden. Warum? So. Hallihallo. Auto. Busch. Ah. Ja, guck mal. Hier ist meine Decke. Wunderbar. Da freut die Frau sich bestimmt. Wenn wir ein bisschen Wärme an sie heranbringen. Ne? Und weil wir gemein sind, guck mal. Da ist der Weg. Und ich gehe einfach querfeldein. Ich weiß, das ist schon fies. Aber ich bin halt frech. Gut. Hallo, ich hab eine Decke für dich mitgebracht. Und nein, ich habe da vorher nicht reingeschneuzt. Bitteschön. Guck mal, ich deck dich zu. Und dann setze ich mich zu dir umarmt. Ich guck mal. Jetzt bestaunen wir den Sonnenaufgang. Oh, du malst aber sehr schön. Ja, guck mal. Das bist du. Das ist ganz schönes, ne? Oh, ja. Very, very nice, so. Oh. Ah, das ist ja... Das ist er. LOL. Der ist ja mega knuffig. Oh, Superman. Ich bin Superheld. Knuffig. Einfach knuffig. Geschenk. Oh, oh, sie ist aus dem Arsch gezogen. Ach, guck mal, das nehme ich doch gerne an. Schon was da drin ist. Das ist doch nicht nötig gewesen. Oh. Nicht schon wieder die Drogen. Nein, alles tut das nicht. Und das Auto. Das scheint irgendwie ein wichtiges Symbol zu sein. Fortschritt, ich weiß es nicht. Reise. Reise ins Ungewisse. Oder es ist einfach random. Wir sind daheim. Haben uns beamt. Das ist wahrscheinlich einfach eine Erinnerung. Oh nein, er schläft. Guck mal, nimm mir die Brille weg. Ja, da wird der Kuro ganz wild. Nein. Nein, du rupfst jetzt nicht die Haare aus dem Kopf raus. Nein. Wer kommt denn da jetzt? Ich will aufstehen. Ach, ich bin jetzt die Frau. Wir brauchen erstmal eine Waffe. Oh, das... Ah, das ist das Boot, was an dem Ufer war, ne? Ja, Prodingo, ich komme doch. Ich möchte mir das Haus erstmal anschauen. Das ist unsere Familie. Ich nenne jetzt mal trotzdem Harold, June. Dann, wie es aussieht, eine Frau und ein Mann mit Muskete. Und ein Junge, ein Hund und ein alter Opi. Und da hinten ist auch eine Ente gewesen. Können wir sehen, wer hier ist? Hey, da steht einfach niemand. Da steht keiner. Rotschetor. Der sieht mir aber nicht freundlich aus. Ah, wir sind Malerin, okay. Freizeitmaler. Ja, mit denen habe ich schon viel Kontakt, ne? Was mir...
Achso, das war die Uhr, die hier Geräusche gemacht hat, ne? Zack. Klick. Zack. Oh nein. Römische Zahlen. Wenn ich die Uhr lesen kann, müsste das 3 Uhr sein. Ne? So. Das ist mir nicht erlaubt, okay. Hier ist Essen, was haben die hier? Da bin ich richtig erkennen, aber da ist auch ein Kuchen noch einfach gar nichts aufgeräumt. Und das hat er gemalt, ne? Dune, Super Dune. Cool. Und sonst? Das ist Kartoffeln? Entweder Kartoffeln oder Eier, die da oben auf dem Bild sind. Und sonst hier? Leckereien, Gemüse und so. Hier, Essenstisch. Können wir aus... Ne, können nicht von denen rausgehen, okay. Ja, dann, machen wir die Tür auf und werden niedergeschlagen, weil der Mann so freundlich aussieht, ne? Hi. Willkommen. Ach, das ist der alte Opa. Oh ja, ich habe alles geschenkt für dich. Das ist ja wundervoll. Und da spielt das Kind auch draußen. Alles klar. Ach, der Held, der schläft noch. Oh ja, okay. Ja, er freut sein Mann, der schläft immer. Ja. Ja, die Dingepackung, du wolltest. Bis dann. Sikowski. Was ist denn für ein Schlüssel da? Den würde ich irgendwie haben. Jetzt verstecken wir das Geschenk vor ihm, oder wie? Wie er einfach schläft, wie so ein alter Sack. Da ist ein Bild, ne? Hi. Fuck. Also das sind ziemlich komische Muskeln. Abgesehen davon, der Boden da unten, der ist irgendwie ziemlich wabbelig. Tja. Ich soll schleichen. Kann ich ihm das Geschenk nicht über den Kopf schlagen, so? Knocken wir ihn wenigstens aus. War hier nicht noch was? Hier ist auch noch was. Das quietscht aber sehr. Er schnarcht nicht mehr. Ich habe Angst. Was ist das denn hier? Der Künstlerraum. Ach du Scheiße. Ah, der Mann mit Muskete. Aha. Denn hier die Frau, die sie umarmt, also die, ne, mit dem Arm drum hatte. Mhm. Aber wenn die Personen sind, das wissen wir selbst noch nicht. Dann malt sie also sehr gerne. Ich selbst, oder? Ja, das müsste ich selbst sein. Dann Selbstporträt, ja gut. Geht ja klar. Und der Junge, der wahrscheinlich eventuell unser Sohn ist. Das ist eine Frage. Und vielleicht der Dad. Ist wahrscheinlich der Dad. Unser Dad, Junes Dad. Ja genau, sie hat ja gerade gemacht. Das würde sie, glaube ich, nicht beim Schwiegervater machen. Also so, aus dem Nichts, ne? Schon wieder diese komischen, knarzigen... Hier hinlegen, okay. Das war jetzt zwar nicht geplant, aber es ist passiert. Schau, was da drin ist. Eine Herzkette? Aus Bonbons. Ach so, nein. Ach so, sie wollte nicht, dass das da hin... Okay. Steh schon. Dann hoch geht's. Auf geht's. Was ist denn hier los? Hallo? Nicht, dass jemand da ist. Wir haben auch ein sehr großes Haus. Das ist ja fast eine Villa. Vor allem die Türen, wie riesig die sind. Aber das ist ja typisch amerikanisch, denke ich mal, ne? Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber wie schön das aussieht. Ich mag das ja, wenn das so rustikal wirkt. Ne? Sauber soll es trotzdem sein, aber rustikal habe ich nichts dagegen. Das ist super, super knuffig hier. Ah, scheiße, ist das hier schön. Guck mal. Ein kleines, enges Fenster. Toll. Nee, ich möchte das hier nicht hier hinlegen. Kann gut sein, dass sie dann irgendwie sowas sagt wie, ja, hier auch nicht, ne? Aber ich möchte nicht außersehen einen richtigen Platz treffen. Ah, hier ist auch nochmal so ein Gemeinschaftszimmer. Ja, so eine Rumpelkammer, ne? Sieht hier schön aus, ne? Hier würde das doch hinkommen. Perfekt. Auch nochmal ein Fenster. Hier, das ist ein sehr fensterfreudiger Raum, ne? Schön, schön. Da ist auch ein Schrank. Ja gut, das ist ja so eine Polterkammer, ne? Wo man so gerümpelt stehen hat, ne? Gerümpel und Kührümpel. Das sind irgendwelche Gemälde. Mit dem Hitlerbärtchen, alles klar. Frage ich mal lieber nicht nach. Mona Lisa selbst gezeichnet. Was ist das da? Wahrscheinlich auch ein famöses Bild, aber sagt mir gerade gar nichts. Von daher. Was haben wir hier? Das Schlafzimmer. Das ist natürlich auch eine gute Idee, das Schlafzimmer zu tun, ne? Du hast, glaube ich, in diese Rümpelkammer. Wenn es eine ist, wäre das dann doch ein bisschen. Gemein, so, ja, ich muss aber die Rumpelkammer abstellen. Da ist auch ein Weckerlein, okay. Und hier, hab ich schon gesehen, der Schrei. Ist gezeichnet. Ey, das ist ja echt schön mit dieser kleinen Vorbucht.
nenne ich es mal mit diesem, das finde ich schick. Ist zwar absolut unnötig, sage ich mal, weil du kannst es nicht richtig verwenden. Wenn du hier eine Kommode hinstellst, hast du trotzdem hier diese komischen Dreiecke, ne? Hat aber was, irgendwie. Hat aber was. Hier ist auch noch ein Schreibtisch und ein Kamin im Schlafzimmer. Okay. Ist mir neu, dass ein Kamin direkt im Schlafzimmer steht. Nee, komm, dann tue ich das Paket hier hin. Geschenk. Das passt dann doch besser als in die Wumpelkammer. Wumpel. Ein Teddybär? Hast du sie... Also ich bin verwirrt. Entweder packt sie Sachen immer raus, aber dann verstehe ich nicht, warum sie dann sagt, nö. Das Gemälde ist sogar in Glas, ne? Das hat so eine Glaswand vor sich, ne? Das spiegelt nämlich sehr krass. Ja, dann packe ich nochmal hier was aus. Okay, mal gucken, was hier jetzt hinkommt. Weil hier siehst du. Also war doch richtig. Der Steg. Ein schönes Bild. Hat sie auch selbst gezeichnet, oder wie? Was überlegt die sich denn jetzt gerade? Das ist es! Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist es! Warum fasst du den Bauch? Hast du was? Ja, hui, 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 hui. Gedankenblitz! Ibi! Guck mal. Ein Bild, wo sie sich beide lieb haben. Und der alte Sack? The fuck? Ich vermute mal, das ist der Musketenmann, ne? Der Musketenmann, ne? Der hier gerade schießt. Ich hoffe, er schießt nicht unseren Jungen. Lass das mal, Brudi. Ein Vogel will er schießen. Ja, du Lustige. Da haben wir den mal, Bertele. Lass das mal bitte. Schieß mal bitte keine Vögel ab. Das ist einfach Kirby. In menschlich. Hi, hi. Ja, Hallo. It's June. June. Wo, warum sagt er nicht June? Das ist doch, anstatt so eine Halda zu rufen. Naja, ich beschwere mich mal nicht. Er kann sich auch noch die Bilder anschauen. Oh, nicht schön. Schöne Erinnerung. Oh, ja. Wow, bin ich krass. Was ist mit der Uhr? Ey, sieht ja jetzt die Geschenke, ne? Alle Geschenke außer, das in der Rumpel... in der Rumpelkammer, in dem kleinen, rustikalen, engen Raum. Ist ein bisschen bäh, aber... Naja. Ich würde mal sagen... Super June. Hat er selbst gezeichnet, denke ich mal, ne? Ich würde trotzdem jetzt mal sagen, ob wir rausgehen eigentlich? Nee. Würde ich auch nicht wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist die Nachbarschaft, aber auch Familie. Ich denke mal, es ist beides, dass sie einfach in der Nähe wohnen, weil die es tun. Hallo! 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 Ach, er mag ihn nicht. Den würde ich auch nicht mögen. Die mag er, ja. Deine Frau. Und ein Kussi. Und der kleine Spatzi. Ja, cool, der kleine Specki. Mal schauen, ob er jetzt ihren Vater mag. Also haben die ein gutes Verhältnis, würde ich mal sagen. Silly aus Marzahn. Aber... Ach, der Abnehmkur. Hallöchen. Was? Ach so. Etwas sie hat was ausgeliehen, ne? Was ist denn? Check ich nicht. Diese Version ist ziemlich komisch gewesen. Was ist das eigentlich für ein Gerät? Ja, die... Ja, ne? Nicht? Ja. Liegt das Ding jetzt? Hat er irgendwo hingelegt und ich weiß nicht wo. Cool. So, hier. Das erste Geschenk. Oh, was ist das? Wie schön. Ich appreciate das gar nicht mal richtig, außer... Was? Denke ich da hinten im... Nimmt's was? Hier? Nicht wirklich, ne? Aber Freunde... Hey, die Treppe hoch. Bom, bom, ich bring euch da oben.
Ich würde aber einfach mal jetzt sagen, ne, nachdem ich das jetzt 22 Mal wiederholt habe ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, beende ich hier den Part. Ah, das schafft's mir, okay. Ich beende hier den Part, den ersten Part. 20 Minuten. Ich werde das auch so lassen, dass wir so ungefähr 15-20 Minuten Parts machen. Im Gegensatz zu Origami King und nur DS, ne? Weil die Sachen laufen ja ein bisschen länger, ne? Aber gut. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann dann halt nicht, okay? Aber wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Seid auch wieder da. Bis dann. Bleibt münzig und tschüssikowski.